Herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von Thema Spezial Ungelöst. Ich begrüße Sie heute aus Linz. Hier ist der Schauplatz von zwei der spektakulärsten ungelösten Fälle der österreichischen Kriminalgeschichte. Möglicherweise hängen diese Fälle sogar zusammen. Der erste Mord liegt bereits Jahrzehnte zurück. Es gibt viele Verdächtige, aber wenige Beweise. Es ist der 28. Februar 1988. In Calgary finden gerade die Olympischen Winterspiele statt. Alberto Tomba gewinnt den Slalom. In Linz und ganz Österreich herrscht Schneechaos. In den frühen Morgenstunden findet ein Taxilenker einen Mann leblos auf dem Tummelplatz hier um die Ecke. Es ist die Leiche des Sportjournalisten Günther Schädel. Er war ein Lebemann, der beinahe jede Nacht in dem Lokal hinter mir verbracht hat. Zunächst nimmt man an, es handelt sich um einen Unfall. Doch im Spital stellen die Ärzte fest, dass im Kopf von Günther Schädel eine Kugel steckt. Jetzt ist klar, es war Mord. 29 Jahre Spekulation im Mordfall Günther Schädel. Bis heute gibt es 4 Tatverdächtige. Delon? Alain Delon. Die Witwe Edith Nemetz gilt von Beginn an als eine von ihnen, weil sie und ihr Mann sich kurz vor dem Mord getrennt haben. Gemeinsam mit ihrem Sohn Christian arbeitet sie bis heute daran, abzuschließen. Wie war das, selbst verdächtig zu werden? Ja, schlimm. Ganz schlimm. So hilflos und ich habe Angst gehabt. Ich habe wirklich, wirklich Angst gehabt. Wenn ich eine Polizeisirene gehört habe, bin ich erstarrt. Wenn es geläutet hat, habe ich mich gefürchtet. Als sein Vater ermordet wird, ist Christian 12. Er wird unerlaubterweise von der Polizei verhört. Stunden ging das und ob ich mir vorstellen kann, ob meine Mutter meinen Vater umgebracht hat, ja. Und ob ich mir vorstellen kann, ob die viel gestritten haben, ja. Worüber sie gestritten haben, wie das alles war über Stunden. Mit 12. Aber ich habe nie Angst gehabt, dass mir meine Mutter jetzt weggenommen wird, weil ich immer gewusst habe, sie weiß nicht. Das habe ich immer gespürt. Und das war einfach nur nervig und eine seelische Belastung. Die Polizei, als Freund und Helfer, habe ich die Polizei nicht wahrgenommen, sagen wir mal so. Hat irgendwer zu Ihnen jetzt auch wieder mal gesagt, dass Sie im Grunde immer noch zum Kreis der Verdächtigen gehören? Nein, nein. Aber solange niemand kommt und sagt, Frau Schädel bzw. Frau Nemetz, wir sind absolut sicher, dass Sie nichts mit dem Tod Ihres Mannes zu tun haben, fühle ich mich immer noch verdächtig. Ich fühle mich einfach so. Solange der Mörder oder die Mörderin noch frei herumläuft, werde ich das Gefühl überhaupt nie los. Der 27. Februar 1988. In Oberösterreich herrscht Schneechaos. In den letzten Stunden hat sich die Situation im Inn- und Hausruckviertel sowie im Mühlviertel chaotisch entwickelt. In den frühen Morgenstunden findet am tief verschneiten Tummelplatz in Linz ein Taxifahrer einen schwer verletzten Mann, Günther Schädel. Er stirbt wenig später im Spital. Der 43-jährige Linzer wurde in der Linzer Altstadt erschossen. Die Puppe ist mit der Kleidung des Mordopfers versehen. Die Polizei sucht nach wie vor Zeugen, die dem bekannten Journalisten in der Nacht zum Samstag der Vorwoche zwischen 3.30 Uhr und der vermutlichen Tatzeit 3.50 Uhr in der Altstadt von Linz begegnet sind. Erwin Meindelhummer von der Kriminalpolizei Linz war von Beginn an Ermittler im Fall Schädel. Er zeigt uns den Platz, wo die Leiche gefunden wurde. Da in dem Bereich ist der Verletzte das erste Mal gesehen worden vom Taxifahrer. Den Kopf da schräg nach unten und mein Gesicht zum Boden. Dann ist vom Taxifahrer die Zentrale verständigt worden. Der Notarzt hat den Schwerverletzten da an Ort und Stelle reanimiert. Dann ist er in die Notaufnahme gekommen, ins AKH. Und dort hat man dann festgestellt, dass die schwere Kopfverletzung von einem Schuss herstammt, weil man bei der Röntgenaufnahme ein Projektil gefunden hat.
Zum Zeitpunkt seines Todes ist Günter Schädel 43 Jahre alt. Als Sportjournalist bei den oberösterreichischen Nachrichten wird er geschätzt. Tennis und Wintersport sind seine Spezialgebiete. Mit den Sportlern ist er auf Du und Du. Die meisten seiner Artikel lagern noch im Archiv der oberösterreichischen Nachrichten. Hubert Pottiker war damals stellvertretender Chefredakteur beim Sport. Ganz ehrlich, mir ist ein bisschen schwer ums Herz, weil man erinnert sich an die Zeit mit ihm. Und es ist zwar jetzt 30 Jahre her, aber man vergisst es nicht. Es war ein derart feiner Kollege und feiner Mensch. Und ich kann es bis heute nicht begreifen, was passiert ist. Er war ein lebenslustiger Mensch. Er war von seinem Wesen her unglaublich sonnig. Ich sage immer gern, wenn er einen Raum betreten hat, haben alle Leute geschaut. So, wer kommt da jetzt rein? Er hat einfach die Herzen eingenommen. Er war ein liebenswürdiger Mensch. Sie waren ja zum Zeitpunkt der Tat getrennt, aber Sie haben sich ja nach wie vor sehr gut verstanden. Wir haben uns kurz vorher getrennt. Wir haben uns sehr geliebt, aber konnten halt zu der Zeit gerade nicht miteinander leben. Das war schon zum dritten Mal, dass wir uns getrennt haben und sind dann immer wieder zusammengekommen. Wir haben uns geliebt, das war der Grund, aber konnten, wie gesagt, nicht miteinander leben. Da sind die Fetzen geflogen manchmal. Im Februar 1988 finden die Olympischen Winterspiele in Calgary statt. Hochsaison für Sportjournalisten. Christian Russecker ist damals junger Redakteur bei den oberösterreichischen Nachrichten. In der Nacht des Mordes hatte er Schlussdienst mit seinem großen Vorbild. Mit uns besucht er die alte Redaktion. In diesem Raum saß er mit Günter Schädel. Es hat immer sehr viel zu tun gegeben für uns, weil die österreichischen Wintersportler natürlich sehr erfolgreich waren. Und ich erinnere mich noch so, als wäre es gestern gewesen. Günther hat zu mir gesagt, Junge, er hat immer Junge zu mir gesagt, geh noch mit mir in die Altstadt. Wir sind öfter gemeinsam in die Altstadt gegangen. Er hat mir diese Welt gezeigt. Das war für mich damals sehr faszinierend. Aber in dieser Nacht habe ich gesagt, nein, Günther, ich muss nach Krems an der Donau fahren, in meine Heimat. Ich muss Wäsche wechseln. Das war vielleicht im Nachhinein betrachtet mein Glück. Ich bin nicht mitgegangen, ich bin nach Krems gefahren. Die Linzer Altstadt ist Günter Schädels Welt. Christian Russecker zeigt uns das Vanilli, damals Stammlokal von Günter Schädel, der nach dem Dienst beinahe jeden Abend in der Altstadt unterwegs war. Auch um Frauen kennenzulernen. Wir sind in einer Bar wie dieser gesessen. Und neben uns steht eine sehr elegante Frau. Hat nur ein paar Minuten gebraucht, um mit ihr richtig vertieft ins Gespräch zu kommen. Und hat dann gesagt, du, mein junger Kollege und ich, wir würden gerne mit dir in deine Wohnung gehen. Ja? Ich habe geglaubt, ich fall vom Barhocker. Ja? Das gibt's gar nicht. Und der Günther ist dann mit dir abgezogen, ich bin heimgegangen. Es ist der Kellner im Vanilli, der Schädel in der Nacht seines Todes um 3.30 Uhr als letzter lebend sieht. Harald Katzmeier führt heute selbst ein Lokal in Linz. Wir haben dann auch kurz bedient und habe dann auch kassiert bei ihm noch. Er hat eine Dame noch eingeladen auf ein Achtel Wein. Und soweit ich mich erinnern kann, hat er dann mit 1.000 Schillingen damals noch bezahlt und ich habe ihm das Retourgeld rausgegeben. Günter Schädel verlässt das Lokal alleine. Wenige Minuten später liegt er tot am Tummelplatz, unweit seiner neuen Wohnung. Erschossen mit einer Waffe dieses Typs, die bis heute verschwunden ist. Anrainer hören einen lauten Knall, doch Augenzeugen gibt es keine. Was geschah in jenen Minuten? Hatte Günter Schädel Feinde? Er habe sich vor seinem Tod bedroht gefühlt, erinnert sich Edith Nemetz. Dieses Foto ist das letzte, das Günter Schädel lebend zeigt. Aufgenommen auf der Hochzeit seines besten Freundes, dessen Trauzeuge er war.
Schädel hat Angst, möchte nur mit kugelsicherer Weste auf die Hochzeit. Warum wollte er diese kugelsichere Weste? Warum hat er sich Weil er offenbar Angst gehabt hat vor der Ex-Frau seines Freundes. Er hat nie erzählt, ob sie ihn bedroht hat. Er hat nur gesagt, die spinnen und er traut ihr alles zu. Aber was war das Problem mit der Ex-Frau seines Freundes? Sie hat ihm die Schuld gegeben, dass sich ihr Mann scheiden ließ. Bereits 2 Stunden nach dem Mord an Günther Schädel taucht die Ex-Frau des Freundes bei der Polizei auf und erhebt Anschuldigungen. Aber in welche Richtung gingen diese Vorwürfe, die sie gemacht hat? Pornofilme und weiß Gott was noch. Also wirklich schlimm. Und diese Frau war bei der Beerdigung und hat Videoaufnahmen machen lassen vom Begräbnis ihres Erzfeindes. Sie hat Kratzspuren, wie sie zur Polizei gekommen ist. Sie hat Kratzspuren auf den Händen gehabt. Sie hat so eine Art Schmauchspuren auf der Hand gehabt. Da wurde uns gesagt, na gut, wenn man bei einem Auspuff vorbeigeht, hat man halt so Kratzspuren auf der, Schmauchspuren auf der Hand. Ja, ein Kollege hat ja damals dann auch die Schusshand abgenommen, das ist richtig. Wobei man jetzt dann wieder sagen muss, Schusshanduntersuchungen waren damals technisch wieder nicht so ausgereift, wie sie heute wären. Wie gesagt, um konkret aus einer Schusshand eine Aussage treffen zu können, brauche ich mehr als wie nur eine Bleispur. Die Indizien haben nie für eine Anklage ausgereicht. Der Akt Günther Schädel umfasst mehrere Mappen. Bis heute gibt es 4 Hauptverdächtige. Auch ein Ex-Kollege von Günther Schädel ist darunter, der kurz vor dem Mord bei den Oberösterreichischen Nachrichten entlassen wurde. Und er hat quasi diesem Ex-Kollegen die Frau ausgespannt und hat auch eine Art Sexfilm, wenn man das so sagen kann, gedreht, den er auch hergezeigt hat. Es war natürlich damals ein Mysterium und er hat diese Kassette sogar in der Redaktion einmal mitgehabt. Aber auch das war Günther Schädel. Der beliebte Sportjournalist hatte also auch ein anderes Gesicht. Könnte sich der Ex-Kollege gerecht haben? Es ist diese Person in der Tatnacht, auch in Tatortnähe mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen. Aber es ist, wie auch bei allen anderen, die im Zusammenhang stehen, eine Indizienlage, die sich von Indizien leider oder bis heute nicht in eine Beweislage umgewandelt hat. Der Schlüssel zum Ermittlungserfolg, so die Polizei, sei die Tatwaffe, eine Pistole dieses Typs, die bis heute verschwunden ist. Gesucht wurde sie auch in der Linzer Rotlichtszene. Günther Schädel soll etwas im Fall Tibor Foko gewusst haben. Auch über eine Bande, die Altstadtlokale ausraubte, soll er geredet haben. In beiden Fällen, so meinte Schädel damals, würde eine Bombe platzen, wenn er auspacken würde. Doch Ermittlungen über Rache der Linzer Unterwelt gehen ins Leere. Die vielen Gerüchte gehen damals an Edith Nemetz nicht spurlos vorbei. In Linz wird geredet. Das Opfer beinahe zum Täter gemacht. Um ihre Erfahrungen zu verarbeiten, beginnt Edith Nemetz, ein Buch zu schreiben. Ich habe damals unseren gesamten sogenannten Freundeskreis verloren. Also da war überhaupt niemand da. Eine Frau hat zu mir sogar gesagt, du, hat gesagt, von dir müssen wir uns jetzt ein bisschen fernhalten, weil wer weiß, wie das ausgeht. Also ich war komplett alleine. Weil auch Leute aus Ihrem Freundeskreis Sie für schuldig gehalten haben? Nein, oder das weil nicht, das alles aber so wegen der Gerüchte und wer weiß. Sie gehen erstmals an die Öffentlichkeit. Sie haben sich da immer sehr zurückgenommen. Warum tun Sie das jetzt?
das ist jetzt 30 Jahre her und die Hoffnung, dass dieser Mord an meinen Mann doch noch aufgeklärt wird, die schwindet natürlich nie, die ist immer da. Und vielleicht ist der Täter oder die Täterin mittlerweile schwer krank und denkt sich, so, jetzt rücke ich raus damit. Dieser Gedanke, dass die Person das mit sich herumschleppt die ganze Zeit und schlechtes Gewissen hat und das Wissen hat, ja, einen Menschen aus der Blüte seines Lebens gerissen zu haben, mit einem Kopfschuss aus 30 cm Entfernung, das stelle ich mir schon arg vor. Und immer zu wissen, man hat wirklich eines der größten Verbrechen begangen, das man sich vorstellen kann. Mord. Ein Leben ausgelöscht. Auf den Gleisen der Westbahn am Stadtrand von Linz wird im März 1986 die Leiche von Elfriede Hochgatterer gefunden. Sie wurde aber nicht vom Zug erfasst, sondern aus nächster Nähe erschossen. Außerdem weist der Körper der Prostituierten zahlreiche schwere Verletzungen auf. Schnell präsentiert die Polizei einen Täter. Tibor Foko, ein Bordellbesitzer aus Linz, wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Doch der Weg dorthin ist in der österreichischen Kriminalgeschichte beispiellos. Ermittlungspannen, Zeugenaussagen, die einander widersprechen, Verschwörungstheorien, Gerüchte und überraschende Wendungen prägen den Fall. Drei Jahrzehnte später ist er noch immer nicht aufgeklärt, denn der Hauptverdächtige Tibor Foko flieht vor 22 Jahren bei einem Studienausgang aus dem Linzer Juridikum. Foko müsste heute 61 Jahre alt sein. Lebt er noch? Wenn ja, wo? Und war er wirklich unschuldig, wie er stets behauptet hat? Wir haben den spektakulären Fall nochmals aufgerollt. Der Originalakt Tibor Foko. Ein Fall, der wie kaum ein zweiter Polizei, Justiz und Medien in Atem hält. Tibor Foko ist erfolgreicher Rennfahrer und Staatsmeister, bevor er ins Rotlichtmilieu abdriftet und in Linz ein Bordell eröffnet, den Bunny Club. 1986 wird die Prostituierte Elfriede Hochgatter ermordet aufgefunden. Tibor Foko wird als Tatverdächtiger festgenommen. Beim Lokalaugenschein im Zuge des Prozesses zeigt Tibor Fokos Geliebte, eine Bardame im Bunny Club, wie Tibor Foko sie gezwungen haben soll, Elfriede Hochgatter zu erschießen, weil diese nicht für ihn arbeiten wollte. Das Gericht glaubt ihrer Version, die Kronzeugin wird freigesprochen, ein angeblicher Komplize Fokus wird zu 18 Jahren, Tibor Foko selbst zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch ist Tibor Foko tatsächlich schuldig? Schon von Prozessbeginn an gibt es Zweifel und Gerüchte. ORF-Reporter Peter Resetaritz hat Tibor Foko als erster im Gefängnis interviewt und in der Folge zahlreiche Fernsehberichte zu diesem spektakulären Fall gemacht. Sie sind ja jetzt einer der wenigen, die den Tibor Foko kennengelernt haben. Was war er für ein Mensch? Der erste Eindruck war ein unglaublich disziplinierter Mensch im Gefängnis. Wenn ich jetzt diese Bilder hier auf den Monitoren sehe, man sieht, der schaut ja aus wie eine Fledermaus von hinten. Der hat sich ernährt, nicht von der Häftlingskost, sondern man sieht da links oben auf dem Monitor nur diese Glaseln, wo Eiweißprodukte drinnen waren, die er abgewogen hat, wo er sich ganz genau ernährt hat. Der hat einen Tagesplan gehabt, um 4 Uhr aufstehen, dann Jus-Studium, also Jus studiert, betreiben. Dann vielleicht eine Stunde PR-Arbeit und Prozessarbeit in eigener Sache betreiben. Dann eine Stunde als Hausarbeiter arbeiten, dann eine halbe Stunde frühstücken, dann wieder trainieren. Also der war durchgeplant den ganzen Tag. Im Interview beteuert Tibor Foko ständig seine Unschuld. Um bei einer lebenslangen Haftstrafe entlassen zu werden, ist es notwendig, gewisse Bedingungen zu erfüllen. Und unter anderem auch das Bereuen und das Gestehen seiner Tat. Na, wie kann ich was bereuen und gestehen, wenn ich es nicht gemacht habe? Auf jeden Fall komme ich nicht raus, indem ich etwas gestehe, was ich nicht gemacht habe.
Sie wollten eine Reportage in Stein drehen über lebenslang Inhaftierte. Der damalige Anstaltsleiter hat Ihnen dann sehr vehement den Tibor Foko ans Herz gelegt. Warum? Auf alle meine allgemeinen Fragen hat der Tibor Foko immer gesagt, er sei unschuldig, er habe den Mord, für den er verurteilt worden ist, nicht begangen. Er hat geweint, er war verzweifelt, er hat von Selbstmordversuchen erzählt. Und da hat dann der Gefängnisdirektor gesagt, dass er schon einen Hintergedanken gehabt hätte, als er uns den Foko zugeführt hat, weil er nämlich Informationen hätte, dass der möglicherweise zu Unrecht verurteilt worden ist. Und als Gefängnisdirektor hätte man Hintergrundinformationen, die vielleicht andere nicht haben. Und er hat dann tatsächlich eine Äußerung getan, die eindeutig war. Der Gefängnisdirektor damals im Interview. Im Falle Foko also kommen mir doch gewisse Bedenken. Ich möchte es auf gar keinen Fall unterschreiben, ihn unbedingt für schuldig zu halten. In den Medien wird wild spekuliert. Und die Geschworenen, die Foko im Prozess noch schuldig gesprochen haben, beginnen auch zu zweifeln. Wichtige Indizien und Fakten seien ihnen im Prozess vorenthalten worden, schreiben sie an den Justizminister. Knalleffekt dann 6 Jahre nach dem Urteil. Die Kronzeugin widerruft in einem Brief ihre Aussage und belastet die Beamten schwer. Sie sei gewaltsam zu ihrer Aussage gegen Foko gezwungen worden. Dann war ich alleine in einem Raum mit dem und der hat ohne Vorwarnung auf mich eingeschlagen, geschlagen. Ich habe schon gar nicht mehr gewusst, wo ich meine Schmerzen habe. Der hat mir solche Magenstamperl gegeben, dass ich niedergeflogen bin. Gleichzeitig entlastet sie Tibor Foko. Vom Zeitmäßigen her kann das gar nicht gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft geht den Vorwürfen gegen die Kripo-Beamten nach. Die Ermittlungen werden aber bald ergebnislos eingestellt. Der Widerruf der Kronzeugin hat zur Folge, dass der verurteilte angebliche Komplize Fokus freigelassen und in einem zweiten Prozess freigesprochen wird. Tibor Foko bleibt hingegen Gefangener. Wiederaufnahmeanträge werden abgelehnt. Und das, obwohl immer mehr Ermittlungspannen und Ungereimtheiten bekannt werden. Ein Justizskandal, urteilt Fokos damaliger Anwalt. Der Fall ist wirklich bemerkenswert und beunruhigend auch. Mit all diesen Nebenschauplätzen, was sich so drumherum rankt, an Verdächtigen, die nicht wirklich dann ins Verfahren mit einbezogen wurden, an Ereignissen, die mit dem Fall eigentlich nichts zu tun haben, aber zu denken geben. Also etwa, dass die seinerzeitige Frau Foko nun eine Frau eines Kriminalbeamten ist, der sehr maßgeblich an der Aufklärung des Falles mitgewirkt hat. Also das stimmt schon sehr nachdenklich. Es gab ja noch viel mehr Ungereimtheiten. Was waren denn da so Sachen, die Ihnen da als erstes noch in den Sinn kommen? Die Tatversion, wie sie bei Gericht festgestellt wurde, kann nicht gestimmt haben. Dann hat es irgendwas gegeben mit Sperma- und Blutspuren auf der Leiche, die nicht dem Foko zuzuordnen waren, sondern irgendjemand anderem. Es war eigentlich die ganze Tatortarbeit auch ein Super-GAU, oder? Es sind plötzlich Beweismittel verschwunden. Es ist ein Abschiedsbrief eines Polizisten plötzlich weg gewesen, der Selbstmord begangen hat und auch in die Ermittlungen eingebunden gewesen ist. Also es waren unglaublich viele ungeklärte Geschichten, die von vorn bis hinten nicht zusammengepasst haben. Wobei ich als Verteidiger eigentlich lächeln kann und mich zurücklehnen kann und sagen kann, nur weiter so, ein Beweisstück nach dem anderen soll verschwinden. Aber als Staatsbürger und Universitätslehrer kann ich sagen, das ist unmöglich, so kann es doch nicht gehen. So kann man doch nicht seriös Straffälle aufklären. Die nächste spektakuläre Wendung in dem Fall dann 1995. Tibor Foko flüchtet bei einem Studienfreigang an der Uni Linz. Fluchthelfer haben dieses Motorrad aufgetankt, in der Nähe der Uni abgestellt. Seit diesem Zeitpunkt ist Tibor Foko verschollen, nie wieder aufgetaucht. Hat sich seine Flucht dann eigentlich überrascht? Eigentlich ja. Ich hätte nicht geglaubt, dass das möglich sein wird. Aber auch diese Flucht scheint minutiös vorbereitet gewesen zu sein. Wieder auch von Leuten,
mit denen er Kontakt gehabt hat, aus dem Gefängnis heraus, die ihm schon Mobiltelefone hineingeschmuggelt haben, die das Motorrad vorbereitet haben für ihn, die alle möglichen Fluchtwerkzeuge für ihn vorbereitet haben. Also ein sehr planerisch vorgehender Mensch. Und sozusagen 20 Jahre oder 22 Jahre, ohne dass man irgendeine Spur von ihm findet, nach einem Ausbruch weiterzuleben, ist ja auch eine unglaubliche Geschichte, wo man schon sehr vorsichtig und sehr planerisch offenbar vorgehen muss. Obwohl ihm freies Geleit zugesichert und die Wiederaufnahme des Prozesses beschlossen wird, bleibt Foko in seinem unbekannten Versteck. Per Brief lässt er seinen Anwalt wissen, dass er sich nicht stellen werde, weil er nicht an ein faires zweites Verfahren glaube. Bei 1997 wurde ja das erste Urteil aufgehoben. Ja. Hätte es dafür Tibor Foko nicht Sinn gemacht, zurückzukommen und um endgültig seine Unschuld zu beweisen? Das war damals eine lange Diskussion. Man hat ihm ja auch freies Geleit gewährt. Aber er hat der Polizei, glaube ich, derart misstraut und letztlich auch, glaube ich, der Justiz, aber noch eher der Polizei, dass er wirklich Sorge hatte, dass er keinen fairen Prozess bekommt. Und das dürfte für ihn auch der Grund gewesen sein, sich dann letztlich nicht dem Prozess zu stellen. 1999 habe ich mit der Gerichtsgutachterin gesprochen, die ihm für das neue Verfahren Beweismittel hätte auswerten sollen. Sie hat mir erzählt, dass eigentlich von verschiedensten Seiten hier Druck ausgeübt worden ist. Warum? Sie hat gemeint, in dem Fall ginge es nicht um Fakten, sondern nur noch um Emotionen. Warum ist das in diesem Fall so? Also ich glaube, man muss eines bedenken, wenn die Justiz einmal ein Urteil fällt und in mehreren Instanzen bestätigt, wenn einmal der oberste Gerichtshof sagt, so war es und nicht anders, in dem konkreten Fall eben Mord, dann ist es wahnsinnig schwer in Österreich durch neue Fakten, durch Nova Reperta oder Nova Producta, wie die Juristen sagen, so eine Geschichte neu aufzurollen. Aber in dem Fall war es natürlich schon so, dass die Indizien, dass da was nicht stimmt, so dicht waren, dass man wahrscheinlich aus meiner Sicht früher hätte reagieren müssen. Ist Tibor Foko Opfer eines Justizirrtums? Ist ihm gar der Mord von Konkurrenten aus der Rotlichtszene in die Schuhe geschoben worden? Oder hat sich doch alles so, wie im Lokalaugenschein demonstriert, zugetragen? Tibor Foko ein kaltblütiger Killer? Daran glaubt zumindest die Staatsanwaltschaft Linz nach wie vor. Sie hat erneut Anklage gegen den flüchtigen Tibor Foko erhoben. Zunächst einmal auf Basis jener Ermittlungsergebnisse, die schon der ersten Anklage zugrunde lagen, bis auf die geänderten Angaben der einen Belastungszeugin, hat sich ja daran nichts geändert. Es hat aber noch weitere Gutachten mit neuen wissenschaftlichen Methoden gegeben, die das noch zusätzlich verstärkt haben. Da ging es um Faserspuren, da ging es um Tierhaare, um Nagellackspuren, die sozusagen auch noch den Tatverlauf, wie wir ihn angeklagt haben, bekräftigt haben. Faserspuren auf Kleidungsstücken des Tibor Foko wurden gefunden und untersucht? Es gab Faserspuren und Tierhaare auf der Opferkleidung, auf der Kleidung des Angeklagten, die untersucht wurden und die alle in der Zusammenschau dafür sprachen, dass es hier einen Kontakt gegeben hat. Dieser Kontakt wurde vom Angeklagten ja bestritten. Konnten Schmauchspuren an den Kleidungsstücken von Tibor Foko festgestellt werden? Es gibt ein Gutachten, das tatsächlich Schmauchspuren an der Jacke des Angeklagten feststellt, ganz eindeutig. Von welcher Waffe das stammt, von welcher Munition, kann man natürlich nicht sagen. Nach dem waffentechnischen Gutachten muss es ein Revolver gewesen sein, weil es keine Patronenhülsen am Tatort gab. Die Waffe selbst wurde aber bis heute nicht gefunden. Doch für exakte DNA-Analysen können diese Spuren nicht herangezogen werden. Dafür ist zu wenig Material gesichert bzw. entsprechend aufbewahrt worden. Es ist schwierig. Also ich glaube schon, dass jetzt ein förmliches Verfahren hergehörte und in einem förmlichen Verfahren dann eben über die Schuld oder Nichtschuld entschieden werden muss. Und dann ist die Geschichte entweder aus oder er wird weiter gesucht, weltweit. Aber das alles ist eben schwer ohne den Tibor Foko. Und deswegen werden wir uns, glaube ich, damit abfinden müssen, dass das eines der großen, formal ungeklärten Rätsel in der österreichischen Justizgeschichte bleiben wird. Weil ich auch nicht annehme, dass er noch einmal auftaucht. Und ohne den flüchtigen Angeklagten kann es nicht zum Mordprozess kommen. So ist die Rechtslage in Österreich. Es
Es geht hier vorwiegend auch um die Verteidigungsrechte des Beschuldigten. Der muss die Möglichkeit haben, sich gegen derart gravierende Vorwürfe in einer öffentlichen Verhandlung rechtfertigen zu können. Laut Zielfahnder des Bundeskriminalamts könnte Foko heute, mit 61 Jahren, natürlich gealtert, so aussehen. Ob es jemals irgendwelche Hinweise gegeben hat, wo sich Tibor Foko aufhält? Kein Kommentar, heißt es lapidar beim BKA. Für Hinweise, die zu Fokos Ergreifung führen, sind 2.900 Euro ausgelobt. Lächerlich wenig für den meistgesuchten Österreicher. Ob man Tibor Foko jemals finden wird, beziehungsweise ihn überhaupt finden will? Thank you.